Yo Leute, ich bin's wieder. Willkommen beim nächsten YouTube-Video. Es hat etwas länger gedauert dieses Mal, dadurch, dass ich mich leicht erkältet hatte. Ich kann euch beruhigen, ich bin jetzt aber wieder komplett fit, deswegen starten wir mal mit dem nächsten YouTube-Video rein. Das heutige Thema ist, einfach mal Fragen zu beantworten von euch, die ihr mir gestellt hattet. Vor knapp eineinhalb Wochen hatte ich nämlich eine Insta-Story gemacht. Da durftet ihr mich alles fragen, was ihr wollt. Und ich werde auf jeden Fall nicht alle, aber einige davon jetzt in dem YouTube-Video beantworten können. Ich habe mir mal 10 Stück ausgewählt. Das waren extrem viele, muss ich sagen. Habe mir einfach mal 10 ausgewählt und ich denke, wir starten mal rein. Die erste Frage war, was macht diese spezielle Hose, die du nach dem Training in deinem YouTube-Video anhattest? Wie soll ich es erklären? Also, ich habe die Hose jetzt leider nicht hier, um das zu zeigen, aber ich versuche es mal zu erklären. Also, du musst dir halt vorstellen, du hast halt verschiedene Kammern in der Hose drin, die sich halt nach und nach mit Luft füllen. Und durch die Luft entsteht halt eine Kompression an deinem Bein, die halt die Durchblutung fördern soll. Und gleichzeitig können halt die Nährstoffe besser durch deinen Körper fließen. Und Ziel des Ganzen ist es einfach, dass du dich halt schneller wieder regenerieren kannst und einfach schneller wieder fit auf dem Platz stehen kannst. Ich hoffe, ich konnte deine Frage bestmöglich beantworten. die nächste Frage ist, was war das schönste Tor, was du je gemacht hast? Ich gehe mal davon aus, dass die Frage, und er hat gesagt, dass es jetzt auf den Profibereich bezogen ist, deswegen beantworte ich es mal so. Ich denke, das schönste Tor, was ich je gemacht hatte im Profibereich, war das Tor gegen Mannheim. Das war diese Saison in der Hinrunde. Da habe ich aus knapp, ich denke mal, es waren so knapp 30 Meter, ich weiß nicht, 25 Spielminuten oder so, einfach mal abgezogen und der Ball war drin. Für die, die das Tor nicht gesehen haben, am besten, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Und los geht's, Leute. Darf mal ein bisschen spazieren gehen, Scherbakowski. Scherbakowski! Rums, 1-1! Darf mal ein bisschen spazieren gehen, Scherbakowski. Scherbakowski! Rums, 1-1! Zucker, Zuckertor. Super, super Abschluss. Nee, das war auf jeden Fall das Tor, was ich auf jeden Fall als mein schönstes Tor zählen würde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, für die es noch nicht kennen. Jo, gehen wir auf jeden Fall mal in die nächste Frage rein. Kochst du jeden Tag selbst? Jein, also mein Vater ist auch oft bei mir und vor allem, wenn wir zweimal am Tag trainieren, fällt es mir halt dann relativ schwer, jetzt 3-4 Mahlzeiten für mich zuzubereiten, wenn ich dazwischen halt nicht viel Zeit habe. Ich esse dazu zum Thema nochmal, esse ich meistens eigentlich auch immer zu Hause, fast sogar immer würde ich sagen, weil ich halt relativ viel auf meine Ernährung achte und versuche mir dann immer bestmöglich was zuzubereiten, aber wie gesagt, das passt halt nicht immer, deswegen ist es halt oft so, dass mein Vater für mich kocht, vor allem halt wie gesagt, wenn wir zweimal Training haben, sonst wenn wir einmal Training haben, ist es halt abwechselnd, das koche ich mal, man kocht mein Vater, je nachdem. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall 50-40, na gut, 60-40, vielleicht ist mein Vater vielleicht 10% mehr. Um auf die Frage zurückzukehren, es ist halt, ich koche nicht alleine, sagen wir es mal so. Nächste Frage ist, wie war deine Schulzeit bezüglich mit Fußball? Um es kurz zu fassen, die Kurzfassung wäre auf jeden Fall abenteuerreich und spannend. Also ich versuche es mal kurz zu erklären. Ich bin nach der 4. Klasse aufs Gymnasium damals gegangen. War eine bilinguale Schule. Wir hatten Geschichte und Erdkunde auf Französisch. Wie ihr euch denken könnt, bin ich nicht mehr mit dem Stoff mitgekommen, weil ich viele Vokabeln lernen musste und das schwer war, das Ganze mit Fußball zu verbinden. Bin dann halt in der 7. Klasse sitzen geblieben, weil ich halt die Noten nicht mehr ausgleichen konnte. Bin dann auf eine Sportschule gewechselt und hab mich da halt mal ein Jahr zusammengerissen und bin dann halt von der 8. in die 10. Klasse gesprungen. Weil ich einen Notendurchschnitt von 1,1 oder 1,2 hatte. Kleiner Streber war ich da. Aber wie gesagt, dann bin ich halt in die 10. Klasse gegangen und dann lief die Schulbahn einfach ganz normal weiter. Also es war aber schon abenteuerreich, weil ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die es geschafft haben, sitzen zu bleiben und dann aber das darauf folgende Jahr nochmal zu überspringen. Also es war auf jeden Fall, wie gesagt, abenteuerreich. So, nächste Frage. Wie oft machst du Krafttraining? In der Woche mache ich auf jeden Fall so meine 2-3 Einheiten an Krafttraining. Versuche dann halt meistens am Anfang der Woche irgendwie was Richtung Beine zu machen, weil es halt noch weit weg vom Spiel ist. Und dann halt, umso näher ich zum Spiel komme, dann halt eher Richtung Oberkörper zu gehen. Und dann halt den Oberkörper mehr zu trainieren.
Aber sonst, ja, wie gesagt, komme ich auf 2-3 Einheiten und ja, versuche dann halt immer ein bisschen was für mich zu tun. Ja, warum trägst du Nike-Schuhe und nicht Adidas? Puh, ja, ich denke aus dem einfachen Grund, weil, ja, weil ich lange bei Hertha gespielt hatte und wir damals nicht, ja, die Erlaubnis hatten, sage ich mal, Adidas-Schuhe zu tragen. Wir durften halt nur Nike-Schuhe tragen und so hat sich es halt bei mir etabliert, dass ich ja, immer noch bei Nike geblieben bin. Und ja, keine Ahnung, ich finde den Schuh halt vor allem auf dem Platz, sage ich mal, den Fußballschuh finde ich extrem bequem. Deswegen habe ich jetzt noch keinen Unterschied oder eher gesagt keinen Sinn gesehen dahinter, den Schuh zu wechseln unbedingt. Aber vielleicht werde ich es ja mal in Zukunft machen. Aber momentan für die, die den Schuh noch nicht kennen, also ich trage jetzt momentan den Schuh hier. Fokussieren. Da ist er. Bisschen dreckig, Leute, weil er schon im Einsatz war. Aber für den, den ich kenne, ist das super flach. Ja, guter Schuh, gefällt mir und ja, deswegen trage ich den, wie gesagt. Vielleicht wechsle ich den auch mal. Das ist ja auf jeden Fall meine Idee. So Leute, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, wer ist die verrückteste Person in der Mannschaft? Das ist, denke ich, ganz klar der Löhmannsrücken. Ganz klar der Löhmannsrücken. Also absolut Unikat, verrückter Junge. Im absolut positiven Sinne, absolut verrückter Junge. Und ja, ich kann ihn nicht beschreiben, es ist auch sehr schwer ihn zu beschreiben, er ist einfach verrückt und ich denke, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Ja, somit ist auch die Frage absolut beantwortet. Nächste Frage, trinkst du Alkohol? Nein, tatsächlich nicht und ich habe auch noch nie einen Schluck Alkohol probiert, bin auch stolz darauf, muss ich ehrlich sagen. Habe auch irgendwie nicht den Freundeskreis dafür, dass ich ja mal auf die Idee gekommen bin, das zu machen. Ich weiß nicht, werde wahrscheinlich das auch in der nächsten Zeit nicht machen, weil ich ja wie gesagt nicht den Freundeskreis dafür habe und irgendwie auch nicht den Sinn dahinter gesehen habe, bis jetzt es unbedingt zu machen, weil es ja irgendwo schädlich ist für den Körper. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Hate abbekommen, weil die meisten von euch wahrscheinlich schon mal probiert haben und ja, das auch mit Spaß verbunden ist oftmals, aber wie gesagt, ich habe auch ohne Alkohol Spaß und deswegen habe ich bis jetzt auch keinen Grund gesehen, Alkohol zu probieren, Leute. So, nächste Frage, die vorletzte. Lieber Assist zum 2-1 geben oder Tor zum 3-3 erzielen? Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da die Frage jetzt kurz nach dem Osnabrück-Spiel gestellt wurde, wo ich das 3-3 gemacht habe, in der, ich glaube, 87. Minute, fällt es mir schwer, die Frage zu beantworten. Achso, ja, wer das Tor noch nicht gesehen hat, bitte auf meinem Insta-Channel abchecken. Da ist das Tor. Schönes Tor. Klasse Tor. Ja, um das nochmal die Frage zurückzukehren. Ich denke, die Führung ist immer viel wichtiger für die Mannschaft. Und ja, wenn du einen Assist erzielst, was zur Führung führt, es ist immer geil, aber es kommt halt immer darauf an, welche Spielminute es ist. Ich denke, wenn du ein 3-3 machst, wie in meinem Fall das jetzt ja, war, in der 87 Minute 3-3 erzielt, das ist halt ein absolut geiles Erlebnis, was du nicht oftmals hast. Aber in, sag mal, wenn du in der, ich weiß nicht, 34. Minute das ist, den Assist zum 2-1 gibst, dann ist es wahrscheinlich nicht so geil wie in der 87. Andersrum kannst du auch den Ausgleich oder das 3-3 in der 34. machen und den Assist halt in der 92. Spielminute machen. Und dann ist natürlich der Assist halt deutlich geiler. Aber wie gesagt, um noch auf die Frage zurückzukehren, ich denke, den Assist zu machen ist trotzdem besser, weil du gehst halt in Führung und Ziel ist es ja immer zu gewinnen. Deswegen ist es natürlich auch ein bisschen geiler, ja, den Assist zu machen. Leute, letzte Frage. Würdest du sagen, dass dein Schritt nach Halle in der U19 der richtige war? Ich würde definitiv sagen, dass es der richtige war, denn ich habe ja, beim HFC meine ersten Schritte in den Profibereich gemacht, habe mein Debüt gehabt, wofür ich dem Verein auf jeden Fall extrem dankbar bin, dass sie mir die Chance ermöglicht hatten. Vor knapp 2,5 Jahren war das jetzt, ja, vor knapp 2,5 Jahren war das der Fall. Ja, bin wie gesagt extrem glücklich darüber und ich denke, am Ende des Tages habe ich alles richtig gemacht, weil Ziel ist es ja, nach dem Jugendbereich immer in den Profibereich zu kommen. Und das ist ja, glaube ich, der schwierigste Schritt in der Laufbahn, denke ich mal, oben den Sprung zu schaffen und dann halt auch anzukommen, was ich langsam schon tue, sage ich mal. Ich habe jetzt ja, einige Spiele auch für den HFC absolviert und deswegen sage ich auf jeden Fall, dass es der richtige Schritt war. Ich weiß nie, wie es bei anderen Vereinen gewesen wäre.
kannst du nie sagen im Nachhinein, du kannst nur das bewerten, was passiert ist. Und deswegen sage ich auf jeden Fall, dass es der richtige Schritt war. Und ja, wie gesagt, alles richtig gemacht. Also Leute, das war's mit den Fragen. Es waren jetzt 10 Fragen, die ich beantwortet hatte. Wie am Anfang des Videos erwähnt, es waren natürlich auch einige mehr. Die werde ich auf jeden Fall auch noch beantworten, habe ich mir alle rausgeschrieben. Und mal sehen, wann ich das nächste Mal so ein YouTube-Video mache. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch andere Fragen an mich habt. Oder mal kommentieren, wie ihr das Video fandet. Oder halt, ob, wie gesagt, noch andere Fragen da sind. Wie ich im letzten Video gesagt hatte, vergewaltigt den Subscribe-Button, Leute. Lasst gerne einen Follower da. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch so für Ideen habt, was ich drehen sollte demnächst. Also Leute, ich sag Peace out und wir sehen uns.